Ist es nicht herrlich, in solch einem wunderbaren Kiefernwald bei diesem wunderschönen Wetter zu sitzen? Herzlich willkommen zu Toms Urlaubscheck, präsentiert vom Küstenjournal. Heute befinde ich mich im schönen Ostseebad Dierhagen, direkt an der Ostsee gelegen, zwischen Rhein-Müritz und dem Fischland Darß. Ich darf Ihnen heute ein Ferienhaus präsentieren, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Falls Sie Interesse haben, kommen Sie einfach mit auf die kleine Erkundungstour. Und los geht's. Passiert, befinden wir uns jetzt hier auch schon im Wohn- und Essbereich dieses kleinen, wunderschönen Ferienhauses. Hier können Sie die Abende verbringen, wie Sie möchten. Sie können sich bequem niederlassen, ein wenig lesen, ein wenig Fernsehen schauen, ein wenig Musik hören. Es ist alles da. Und zu guter Letzt können Sie natürlich auch mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie das Selbstgekochte in der Küche an diesem eleganten Tisch verspeisen. So, und jetzt gehe ich mal in die anderen Räume und Sie kommen einfach mit. So, den Wohn- und Essbereich verlassen gibt es natürlich auch hier eine wunderbar ausgestattete Küche. Das ist nämlich der Vorteil von Ferienwohnungen. Man kann kommen, man kann essen, man kann kochen, wann man möchte. Wir haben hier alles vorhanden. Es sind Teller da, es sind Schalen da, es sind Platten da, es sind genug Gläser da. Es gibt eine Mikrowelle, einen großen, wunderbaren Kühlschrank. Über ein ordentlicher Herd ist am Start. Und für morgens gibt es eine Kaffeemaschine. Und falls noch was dringend wird, können Sie das abwischen. Wie sieht's aus mit einem Bad in solch einem kleinen Ferienhaus? Ich zeige es Ihnen. Ganz toll. Hier haben wir alles, was das Herz begehrt. Nicht besonders groß, aber wer braucht das schon? Waschbecken, Schrank, Handtuchhalter, noch ein Handtuchhalter, tolle Dusche, Toilette, Fenster, Lüftung. So, den unteren Bereich haben Sie jetzt schon kennengelernt. Jetzt geht es natürlich darum, wo schläft man. Hier nicht, aber hier sind tolle Ablageflächen. Hier, toller Schrank, aufgemacht mit Bügeln, alles klar. Hier hätten wir dann für die Kleinen ein kleines Zimmer, alles was man braucht. Fenster, wieder toller Schrank, zwei Betten, Lampe, Ablage, Spiegel, was braucht man mehr? Hier sind wir dann am Schluss angekommen, das Schlafzimmer für die Eltern oder für das Liebespaar. Schauen Sie sich um. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Wir sind jetzt somit hier fertig im Haus und gehen jetzt mal raus, die Terrasse, in die Natur und schauen uns das Ganze von außen an. Das Haus haben wir uns schon angeschaut und jetzt gibt es noch mal ein kleines i-Tüpfelchen oben drauf. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch eine große Terrasse, auf der man all das machen kann, was man gerne möchte. Zum Beispiel grillen oder sonnen oder grillen oder sonnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich darf mich verabschieden aus dem schönen Ostseebad Dierhagen, direkt an der Ostsee, aus diesem wunderschönen Kiefernwald. Ja, schauen Sie wieder rein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Machen Sie es gut und bis bald.